Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Map Yasuo. Du warst schon stehen geblieben letzte Folge. Ich habe glaube ich das Feld gedroschen. Weizen. Yep, ist abgeordnet. Damals mal jetzt. Wenn wir es so allen pressen oder so was in der Art. Anhänger war leer, genau. Der war ja leer. Jetzt auf ein Stück zurücksetzen. Aber noch an. Oh, das. Auch falsch abgekoppelt. Dahin. Oh, hier. Habe ich eine Ballenpresse da, da muss ich Frosch einkaufen. Will ich nämlich das ohne erst auf Anhieb. Guck mal. Könnten ich lese schon. Ich sehe sie doch schon. Doch alles da. Im Fastbell. Fastbell. Egal, kommt die Silage bei mir raus, gibt auch nichts alles mit. Werden wir dann mal eine Runde direkt zusammenpressen. Ich würde auch noch mal reizen, noch eine Map zu bauen, aber irgendwie hält ich das nicht auf die Kette. Ich würde was ein bisschen mit Geländereief und sowas machen, also nicht so eben flach wie die jetzt ist, sondern ein bisschen Berge, Täler. Vielleicht ein bisschen nach realen Vorbild, aber irgendwie mir fehlt die Kette. Helfen, aber aus irgendeinem Grund fehlt mir die Zeit. Guck mal. Jetzt nicht. Ja. Und dann noch anfangen. Und die dumm, die dumm. Und dann senkt man gleich den Blick ab. Hinab. Let's go. Hätte man bestimmt gleich Stroh wahrscheinlich angenommen. Und den Helden doch. Wenn ich dann das Zeug einsammle. Das ist die Lage. Okay, Stroh ist das die Lage. Ja, ja. Die Perp war einfach abgekratzt von der richtigen Autofirma. Bin ich aber auch schon gefahren. Ist ein schlechter Teil.
auch schon ein schickes Gefährt. Ich damals mit ihm Taiga gefahren bin. Da haben wir über eine Autovermietung ein Wochenende gemietet. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Pferd. Auch halt so ein bisschen die Luxusausführung dieser Automarke. Gute. Jetzt sieht der Schlepper aus, der Wahnsinn mit dem Stuhl. Oh, holla die Waldfee. Aber eben nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Noch so machst du mal ein Vorgewende. Legt mal los hier. Dudeli. Ja, das gibt am meisten, wenn man so einen Koffer irgendwo entweder meinen eigenen Umzug oder für jemand anderen einen Umzug mitgefahren habe. War es ein Sprinter. Auf Arbeit war ich entweder T5 oder Fiat Cano, Cato, irgendwie so. Aber halt Kofferaufbau. Sonst bin ich eigentlich noch nichts groß anderes gefahren, außer damals zur Fahrschule, wo ich Fahrschule gemacht habe. Ihrer Golf. Ihr könnt euch mal denken, wie lange der Fahrschule, wie lange meine Fahrschule schon her ist. Damals auf dem Vierer Golf rumgeritten habe. Denn da ich damals war, wo es dann die neue Front gab, das neue Design vom Golf. Da war meine Vorschulzeit. Schon ein paar Jährchen her. Fällt mir aber gerade nichts rein. Nur viel Transporter, also Sprinter, arbeitstechnisch halt T5 oder dann halt Fiat Kofferaufbau. Caddy hatte ich mal mit Porsche. Nichts weltbewegendes Neues, sagen wir mal so. Was mich mal reizen würde, wäre schon mal so ein Schlepper hier. Wenn die so riesen Teil sind, aber allgemein mal so Schlepper sind, wäre würde mich schon mal reizen.
Aber das, was wenn wir so Schlepper fahren, das wird mir ja Wunschgedanke bleiben. Wenn ich nicht mehr durch Glück und Zufall an so Ding rankomme, damit man fahren darf. Oder mitfahren, zumindest mitfahren würde mir schon reichen, muss ich selber fahren. Hier auf dem Notsitz dort sitze hier auf dem, was denn da? Naja, voll und ganz reichen. Da bin ich nicht bloß hier im LS-Schlepper gefahren, sondern auch mal im Real Life mitgefahren zumindest. Aber oh. So, letzte Runde Vorgewende. Dann geht's in Abbahn. Ja. Spaß bloß einsammeln. Und dann gehen wir weiter. Ich bin sogar Schlenker gefahren, habe schon gepennt gehabt, bestimmt beim Wähler. Im Endding Lenker genommen habe. Ich habe gedacht, dass ich die Schuhablage angeschaltet habe. Aber wir können ja nicht alles haben. Was kann man doch auch definieren, aber gar nicht, da steht man immer undefiniert, also was du nicht erkannt hast, ungefähr so namenlos definierbar. Aber das macht die Vorpresskammer allgemein, da hat das eben irgendwie gut. Ah, Stroh, Heu. Was dann nicht so deklariert. Macht erst, wenn es in die Hauptpresskammer geht. Rolle aufgefallen bei der Presse. Ich habe zwar gesehen, dass es zwei hier solche Anzeigen gibt, aber dass ich hier nach Sachsen in der einen Anzeigekammer nicht definiert ist, was ich gerade im Pressen sammle. Schon nicht so mitgeschnitten. Ein Spätzünder. Das haben wir bestimmt also mal gesehen, bevor ich das immer gerafft habe. Aber naja. Packen wir das Feld hier ab. Einpressen und dann mal gucken, wie weit wir kommen, dann eventuell sammeln zur nächsten Folge. Dann schon mal einlagern. Wir brauchen ja Strom für unsere Kirschen. Wäre ja dann nicht. Winter. Oh Gott, jetzt will ich nicht los. Auf und ab. Geht entschieden einfacher. Ich habe solche Wagen gefahren, wie das in Feld abging.
Oh, das ist auch voll. Egal. Macht nix. Das letzte sein muss liegen noch. So, die Mensch, Katze, läuft denn über die Pflaster drauf? Klappt doch wieder nie, wenn ich dann und auf den Ohren aufpassen muss, dass du irgendwelche komischen Tasten kriegst. Auch schon wieder Knete. Mehr als ich so schon baue. Aber wir haben schon mal ganze Stücke geschafft im Feld. Muss ich sagen. Ganzes Feld werde ich, denke ich, mal nicht schaffen. Weil ich dann nächste Folge dann fertig pressen. Vielleicht kann man da auch schon anfangen mit Abfahren. Ließ rein. Oh. Oberschenkel, Innenseile. Und die Katze reingekrallt. Mag sie ohne nach Nachschlag, sag ich dir. Die Kategorie der Foxy nach Sonnenschein. Da kann man wirklich sagen, es ist gut, wenn der Spaß nachlässt. Vollgas hier. Wenn man nicht vorgewendet ab jetzt schon die Hälfte vom Feld habe ich bestimmt schon. Jetzt noch mehr, ich bin doch immer müde. Muss doch bloß noch eine Minute durchhalten, wenn ich jetzt gehen. Ah. Richtig mal zusammen, ja, so. Das geht so nie. Geschwächel. Okay. Nie. So, ich sehe gerade aber, wir sind am folgenden Gang gekommen. Wir werden nächste Folge weiter pressen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.